Wir sind am Beginn von Drucksachen. Nicht nur Bücher, mehr auch Flyern, Deplion, Verpackungen, Visitekarten. Oft genug sind es Klangkunstwerke, die du am Grab hört. Da bist du vom Drucker. Ich bin eigentlich mehr durch Zufall an die Druckerei reingerutscht, weil das auch nicht der bekannteste Beruf ist. Aber das hat man schon ganz sehr gemerkt, dass das etwas wäre, was mir wirklich Spaß machen. An etwas zu schaffen, mit den Händen zu schaffen, was für mich immer wichtig wäre, dann auch ihre Resultate zu haben, zu sehen, wer die gemäht hat. Das ist immer gut, aber kurz hoffentlich meistens. Und da habe ich am Anfang immer mehr spezialisiert, eben auch durch die Heisch, an der Laufe der Zeit, durch die Heisch Computerisierung von den Maschinen, dass am Anfang das Artisanalt immer mehr sich zurückzieht, mit der ich nicht unbedingt mehr uninteressant geht. Von einem älteren haben den Betrieb 1972 von mir Kaufmann aufgekauft. Dann ich 1983, nachdem ich Premier zu Dickrich gemacht habe, bei meinen Eltern an den Betrieb kommen. Meine Schwester als Puyo mich spät, nachdem sie sein Doktorat zu 90 gemacht hat, auch noch kommen. Und 1999 haben wir zwei den Betrieb von unseren Eltern nie überholen. Wie für all vielseitige Beruf muss auch den Drucker eine ganz reiche Voraussetzung im Markt bringen. Verständnis für Technik, ganz gut auch für die Farbe. Fassonage also ähnlich, viel Technik, muss ich ganz gut mit der Maschine können gehen, muss ich auch Gefühl haben für das fertige Produkt. Das muss ich wissen, wenn ein Produkt vom Klient an den Grab gedrückt kriegt, wo du zum Beispiel nicht mehr lange Prüfe hast, dann muss ich wissen, das sieht ja nur so aus. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, dass du weißt, was den Nächsten muss damit machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Setzere Projekt rakrit, dann musst du wissen, was möchte den Drucker damit. Den Drucker muss wissen, was möchte der Buchbinder haben oder damit. Am Prepress und am CTP muss ich seine Programme kennen, muss ich auch können den Klienten beraten, mit den Farben umgehen, so ausschließen, dass es nur technisch machbar ist. Und Service Klient hat die Chance für den Klienten zu beraten, um zu so was zu machen ist, zu beraten, was probieren geht, was Technik geht. Es gibt ganz viel halt, Richtung FSC, PFC recycelt, muss man die Leute suchen, was das geht, was machbar ist, was nicht machbar ist. Den Drucker selber muss der zum Handwerker holen, er muss sein Produkt sehen, er muss Gefühl haben für die Probeier, für die Farbe. Aber er muss gut rechnen können, er muss auch wissen, wenn der Zinkmal drauf ist, dass er nicht mehr den Zinkel von der Oblach trägt. Das sind ganz klare Sachen, wo wirklich muss bei der Sache sein, dann wird computergesteuerte Maschinen, man muss seinen Computer extrem beherrschen, aber man muss aber auch die Maschine kennen und wissen, ob man die Knöpfchen direkt wird, richtig an der Maschine geschieht.